what's going on right now. So, hallo, grüß euch, hier ist der Olli und hier haben wir eine Subway Map. Die Subway Map könnt ihr euch in einer Subway App auf euer Handy holen und könnt es super easy nutzen. Die Station, wo wir jetzt gerade angekommen sind, war mit der Pass Train und wir kamen von New Jersey. Das ist auf der westlichen Seite vom Hudson River. Direkt hierher zur 33. Straße gefahren. Und hier habt ihr einen Automaten, wenn ihr Cash zahlen wollt. Und wenn man jetzt hier ein 7-Tages-Ticket kaufen will, dann geht es folgendermaßen. Man drückt auf Start. Wie gesagt, die U-Bahn spricht kein Deutsch, brauchen wir Englisch. No bills accepted, also könnten wir jetzt auch nur mit Kreditkarte zahlen. Wir gehen auf Continue. Hier wollen wir jetzt eine Metrokarte kaufen. Wir wollen eine neue Karte erwerben. Wir wollen Unlimited Ride, sodass ihr 7 Tage lang Unlimited fahren könnt. Die Karte kostet $32 plus $1 Pfand. Also letztendlich $33, da oben habt ihr es. Jetzt würdet ihr, wenn es möglich wäre, mit Cash zu zahlen, Cash wählen oder Kreditkarte. Ihr tippt eure Karte hier unten ein. Wenn dann hier am Bildschirm, nachdem ihr sie wieder rausgezogen habt, erscheint, dass ihr den ZIP-Code eingeben müsst. ZIP-Code ist eure Postleitzahl. Bei euch ist es egal, einfach 5 Nummern eingeben hier unten und Enter drücken. Und dann habt ihr eure 7-Tages-Karte, auf die ihr Geld laden könnt, um dann die Karte nutzen zu können für die Pass Train. Liebe Leute, wir wünschen euch einen super tollen Tag. Olli Detour sagt Servus und Ciao. Und wenn ihr was braucht, sagt mir Bescheid. Bis bald. Ciao.